Ja, wer kennt nicht Metal Gear? Absolut tolle Reihe gewesen. Die neuen Teile, ja, sind da, haben aber in meinen Augen nichts mehr mit den Metal Gear zu tun, mit denen ich aufgewachsen bin. Immer noch eine Reihe, die ich hier und da auch mal spiele. Die alten Teile kann ich jedem nur ans Herz legen und ja, gucken wir mal rein. Ah, alles klar, also... Vor allem im Karton vorstecken war geil. Okay, cool. Hey, Mama, was geht? Bitte, wer bist du denn? Das ist nicht so wichtig. Hä? Du bist Snake? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Solid. Zwei Mann. Snake. Das sagt viele Leute über mich. Bei Jesus, ich hab noch nie so was Geiles gesehen. Also, was geht? Ich brauch dich, um die Gegend zu erkunden. Schon? Das wurde mir noch nie gesagt. Danke, Babe. Brauchst du noch weitere sexuelle Aufmerksamkeit? Na, das reicht erstmal. Cool. Was zum? Niemand hat mir gesagt, dass sie Laser sind. Hey, Snake, da sind Laser. Okay, sieht so aus, als müsste ich die Zigarette benutzen, die ich in meinem Magen versteckt hab. Geil. Oh Gott, die Dinger bringen mich um. Mann, sind die ungesund auf Fuck. Na gut, ne, also für einen kurzen Moment sieht man auch, also ich, ne, Zigaretten sind total scheiße, aber hier in diesem speziellen, einzigartigen Fall, der niemals im Leben so auftauchen wird, außer ihr macht einen Absteiger ins grüne Gewölbe oder so, kann halt dazu führen, dass ihr damit die Laser sichtbar machen könnt, ne, also... Verdammt nochmal, niemand hat mir gesagt, das sind Bomben. Hey Snake, das sind Bomben. Oh, danke schön. Oh Gott, hoffentlich taucht jetzt kein Panzer mitten aus dem Nirgendwo auf und er schießt mich. Hey Snake, das sind Panzer. Alter, ernsthaft, langsam pisst mich das wirklich ein bisschen an. Hey Snake, ein Panzer kommt gleich aus dem Nirgendwo und Halt's Maul! Geheimnisvolle Metapher. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das fährst, oder? Ich mach's einfach eine Granate auf mich. Oh. Geil. Ich habe mehr Dates als ein Rabe in der Nacht Beute machen kann. Was? Die Schlange streift furchtlos umher, kann sich aber nicht am Rücken kratzen, da die Schlange, so wie manche andere Leute, keine Arme hat, um sich am Rücken zu kratzen. Und wohl, der Rabe auf meiner Stirn dürstet nach seinem Blut. Verdammt nochmal richtig, Nigga! Snake, Sie können ja keine Waffen benutzen. Wer zur Hölle bist du denn? Jemand, der es Ihnen unmöglich macht, überhaupt noch Waffen zu benutzen. Sekunde mal, was? Auf dieser Etage werden nuklear gegen... Scheiße, da kommen Wachen mit Waffen! Ah! Ja, ich glaube, es war etwas blöd. Fuck, wie das stinkt! Yo, Snake Dog, B-Boy G. Was? War das eigentlich bei euch auch so beim allerersten Mal Snake spielen, dass ihr euch dann als Kind, ne, da war ich ja noch ein kleiner Bubele, so selber so als, ich sag mal, Geheimagent gefühlt habt? Auch das allererste Mal 007, mein goldenes Ei. Genau so hieß der Titel. Damit meine ich jetzt mein Ei. Nein, aber 007, das erste Mal, und da bin ich draußen rumgelaufen, mach ich heute noch, ne? Da läuft draußen rum. Jo, alles klar, ja, die sind hier. Habe rede ich immer mit meinen Schuhen. Ja, wir müssen die jetzt eliminieren. Ja. Da fing ich an, ne? Dann kam Splinter Cell. Dann, was habe ich denn danach gespielt? Ja, und dann bin ich komplett abgedriftet in eine ganz dunkle Ecke und habe angefangen mit Resident Evil. Ne? Und habe ihr kennt ja die Szene in Resident Evil 1 in der Villa, wo man dann an der Bar ist und wo dann die Zombies kommen, ne? Kein Witz, ungelogen, das habe ich ja schon mal im Video gesagt, davon träume ich bis heute noch. Meine Bixi geht an. Okay, danke dafür. Alles gut, Brudi. Hör mal zu, eine verdammt große Rakete mit Bam Bam und ordentlich Power, Alter. Gott, wo haben die bloß alle meine Chronikfrequenz her? Yo, Alter, nimm mich einfach Deep Throat. Eklig. Ja, das war irgendwie... Das ist der Zweitname von meiner Frau. Yeah, folgt mir, Snake. Weißt du, ich glaube, das ist nicht gerade die beste Idee. Weil die Snake, ne? Gut, Mensch. Oh, verdammt, ich hab solche Angst. Oh, scheiße, Mann, das ist so eklig. Boah, Mann, das ist so widerlich, ey. Hey, Leute, was geht? Oh, Gott, ah, Jesus Christus. Hey, Mann, du hast gerufen. Oh, Gott. Ey Jungs, was geht? Oh fuck, die ganze Pisse überall. Gott, ist das eklig. Wieso hab ich sowas Widerliches nur erfunden? Jo, hör auf, du bisschen Mann. Okay. Also Snake, ich sehe, du bist schon angekommen. Auch da, speziell gibt's Menschen, jeder hat da so seinen Fetisch. So gibt's auch Menschen, die finden sowas
erregend. Also nein, dazu gehöre ich jetzt nicht, ne? Also. Alter, der hat mich total vollgepisst, Mann! Snake, verletz mich! Gewaltig, bitte! Was? Jetzt wisst ihr, woher immer die ganzen Fetische heutzutage kommen, ne? Die Spieleindustrie, die ist dran schuld. Die ist dran schuld. Mehr Snake! Verletz mich mehr, Mann! Wow, heilige Scheiße! Fuck, ich bin so verrückt, Alter! Wow, Mann! Das ganz normal, das habe ich auch mal am Tag so 23 Stunden. Ich weiß nicht, das war Grey Fox. Ja, ich weiß, habe ich wohl vergessen, Ihnen zu sagen. Wissen Sie, Sie sind echt eine Schlampe. Er war ein Experiment. Wofür? SM oder sowas? Halten Sie die Klappe, Snake, Sie verletzen meine Gefühle. Ihre Gefühle sind mir sowas von egal. Nom, nom, nom. Gott, wo gibt's denn was zu trinken? Sie sind nicht einer von denen? Alter, ernsthaft, du bist wie eine Million Typen, die von überall pissen würden. Ja, genau wie in einem meiner japanischen Animes. Oh, worüber zum Teufel redest du da? Ich rede über Pissen und Scheißen. Und du laberst über irgendwelchen japanischen Kram, der mir sowas von scheißegal ist. Nein, so hab ich das nicht gemeint. Hör zu. Metal Gear ist so ein Nuklearraketenstart des Dingsbums. Du bist jetzt mal ein wichtiger Charakter, der damit zu tun hat, okay? Metal Gear startet Nuklearraketen? Nein. Das kann nicht sein. Das wusstest du nicht? Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal eine Menge Scheiße erzählen, eine Million Dinge erklären, die überhaupt keinen Sinn machen. Du kannst diesen Teil also am besten überspringen oder so. Nee, ah, okay. Ich will das jetzt hören. Besser, irgendwelcher Scheiße zuzuhören. Verdammte Bomben. Hey, geil, am geilsten ist, wenn man gerade bei so Rollenspielen, wenn man Dialoge überspringt und man ist dann aus diesem Textlog raus, man kann sich bewegen, aber der NPC redet trotzdem weiter. So, also man konnte zwar überspringen, dass man aus diesem Textlog rauskommt, aber man muss den trotzdem zuhören. Das ist am schlimmsten. Der labert und labert und labert und du kommst da nie weg. Und das sind alles uninteressante Informationen. Das ist nicht schön. Und über dir fliegt dann, wie zum Beispiel ein Skype, ein Drache rum. Das ist nicht schön sowas. Ist echt nicht schön. Oh, was? Warum zum Teufel musst du unbedingt hier anhalten? Oh, sorry. Erinnerst du dich, als Meryl mit ihrem Arsch direkt vor deinem Gesicht gewackelt hat? Oh ja, das weiß ich noch. War das wichtig? Ich hab keine Ahnung, ich hab nur auf ihren Arsch geguckt. Ja, das war wichtig. Blödmann. Halt's mal auf! Scheiße, du hast mir ins Bein geschossen. Na und? Oh, oh Gott. Das One-Headshot ins Knie. Okay. Das ist derjenige, der einen Pfeil ins Knie bekommen hat, ne? Das ist die Story. Das ist die Story von der Wache. Wachen sind ja immer andere, ne? Die haben irgendwie alle selber Abenteuer erlebt und keine Ahnung, vielleicht war das am Ende so ein Abschluss der Prüfung, dass man einen Pfeil ins Knie bekommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, seitdem ich zum Beispiel Skyrim spiele, will ich unbedingt einen Pfeil ins Knie bekommen. Oh, das müsste ich mir. Da hab ich auch so eine tolle Geschichte. Okay, für eine Weile bist du nicht mehr auf andere Leute Arsch gucken. Es war ganz nett und so, aber nicht so wie Meryls Arschdings. Verdammt! Wow, geil! Heilige Scheiße! Snake, ich brauche wirklich jemanden zum Reden und... Halt die Klappe, solange dein Arsch nicht redet! Snake, bitte! Es ist wirklich wichtig! Was? Ich kann dich nicht hören! Ich starre gerade auf deinen Arsch! Zeig deine Nippel durch deinen Tanktop! Oh, okay, lass uns gehen! Snake, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich... Umwerfen, los geht's! Snake! Nimm mich, Snake! Ich will dich! Für immer! Junge! Du musst dich schlagen! Und wie ich dazu schlagen werde. Gott verdammt. Oh, was zum Teufel? Arschloch. So, du spielst also gerne Castlevania. Biber, wo... was? Lass uns kämpfen, Snake. Okay. Boah, das erinnert mich gerade... Black and White? War das Black and White? Wo man einen Gott gespielt hat und das... Im zweiten Teil war das zumindest so, wenn man zu lange gespielt hat, dass dein Name, also der Systemname vom PC genannt wurde. Oh, ich habe danach ohne Scheiß, ne, ich habe danach einmal 3 Jahre eine Behandlung gehabt, ne, weil ich das, ich bin alles genau Bubele, zockt da so und auf einmal wird dir nach 24 Stunden dein Name irgendwo gesagt. So, meine Eltern haben geschlafen. Ich habe so gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt ist aber hier, jetzt sind meine Stimmen aber komplett verrückt geworden. Lass uns kämpfen, Snake. Okay. Oh, was? Nein! Oh mein Gott, ich kann gar nichts machen. Er kann meine Gedanken lesen. Ja, Gedanken sind einfach, Alter. Da ist nicht viel zum Lesen. Was ich machen sollte. Alter, du musst den Controller in den zweiten Controller vollstecken. Oh.
Wieso doppelt soll ich denn darauf kommen? Könne, sagt sie. Mann, ich meine, das ist ja echt cool und alles, aber ernsthaft, was soll... Ja, bei Solid Snake 5, ne, der Scharfschütze, den man am Ende töten musste, konnte man... Nee, war das bei... Quatsch, war das jetzt bei den neuen Teilen? Oh, Solid Snake, da war ich boah, so lange nicht mehr gezockt. Bei welchem Teil war denn das, wo man den Scharfschützen töten konnte? Teil 2, Teil 3... Wo man einfach nur die Zeit umstellen konnte und dann ist dann der Scharfschütze aufgetaucht. Oder man hätte auch so lange warten können, aber man konnte einfach nur das Datum von der Konsole umstellen und dann konnte man den dann töten. Oder nee, der ist dann, glaube ich, einfach nur gestorben, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Ach, was soll's. Hey, weißt du was? Was denn? Ach nee, Solid Snake, oh ja. Schöne Erinnerung, sehr schöne Erinnerung, ne? Da... Also mit Solid Snake habe ich zwar jetzt nie angefangen mit Spielen, ich kann euch das gar nicht mehr sagen, mit was ich so wirklich angefangen habe, in die Spieleindustrie reinzusteigen. Ich weiß gar nicht, was so meine Einstiegsdroge war. Also Solid Snake war definitiv ein großer Teil meiner Kindheit. So, andere würden jetzt sagen Disneyland, aber meins war Solid Snake. Dann Resident Evil definitiv, also alle Teile, außer jetzt die neueren jetzt nicht mehr so, aber es liegt einfach auch dran, weil man nicht mehr so viel Zeit hat, so wie damals. Ja, 007, mein goldenes Ei, alle Mario-Teile, war schön, cool, ne? Das waren aber auch alles so Spiele, die haben nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern... Da haben sich die Entwickler noch Mühe gegeben, da warst du ein Teil von der Geschichte. Du warst einfach ein Teil von der Geschichte. Heutzutage erlebst du die Geschichte so nebenbei, die interessiert dich nicht mehr. Aber bei Solid Snake habe ich mich so in die Lore dann reingefangen. Ich war halt dann selber ein Charakter von der Solid Snake-Lore, ne? Das fehlt mir leider heutzutage ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade, ne? Heutzutage spielt man eher so Spiele, Beispiel, ja gut, spiele ich jetzt gerade, ich spiele fast gar nichts, aber wenn ich mal Zeit habe, das ist dann eher von Creative Assembly, Rome 2, ne, gut, da hast du jetzt auch nicht so unbedingt gerade die krasseste Story, aber ich spiele das jetzt nur, weil ich zum Beispiel die Antike geil finde, ne, also die ganze Antike. Aber wenn man sich heutzutage so die Spiele anguckt, bestes Beispiel kann man heutzutage vielleicht noch mit reinwerfen. Also für mich, und da werden mich jetzt viele für hassen, die Lore von GTA 5 fand ich persönlich, die haben es versucht, die war okay, die haben ja auch immer versucht, so politische Themen mit einzubauen, waren sich ganz cool gemacht, aber mir hat irgendwie die Liebe gefehlt. Wenn man sich aber dann San Andreas anguckt und dann wirklich auch den Führerschein machen musste, den Führerschein absolvieren musste und das hat vor allen Dingen auch eine ganze Zeit lang nicht funktioniert, obwohl man die ganzen Stunts da absolviert hat, aber das Spiel hat gesagt, nee, das war nicht richtig und du warst da 2-3 Wochen dran und du hast es immer noch nicht geschafft. Das war geil. Das war geil. So, daran erinnere ich mich gerne. Heutzutage gibt's kaum noch Spiele, wo ich sage, oh ja, da, das weiß ich nicht. Oder das allererste Thief-Spiel, ne, wo man so ein Dieb, ne, ein Schrecken der Nacht gespielt hat und man musste dann einbrechen, man musste aufpassen, dass man von den Wachen nie gesehen wurde, man musste bestimmte Schätze klauen. Unfassbar geil! War richtig geil! Da war ich habe dann angefangen, wo ich die Konsole ausgemacht habe, bin ich dann als Dieb dann rumgelaufen und habe dann versucht, hier von meinen Eltern die Goldbahn zu klauen, ne? Aber heutzutage, heutzutage würde mich ein Spiel, zumindest bis jetzt nicht mehr, hat mich ein Spiel nicht mehr so gebannt. Also man spielt trotzdem die Spiele noch gerne, es ist trotzdem noch ein großes Hobby von mir, aber mir fehlt einfach bei den meisten Entwicklern, die Liebe ist einfach weg, ne? Gerade auch, es geht halt einfach, was man ja auch verstehen kann, klar wollen die Geld verdienen, aber der Fokus ist zu krass auf Geld verdienen, ne, auf Gewinne machen, zum Beispiel über Battle Pass, über Skins, über Waffen. Das sind halt alles Spiele, die kann man so nebenbei mal spielen, macht man so aus und man denkt immer so drüber nach. Damals hat man ein Spiel gespielt und man ist so in die Schule gegangen, hat
mit seinen Kollegen darüber gesprochen und hat gefragt, ja, wie habt denn ihr das an der Stelle gemacht? Turok zum Beispiel, die Uncut-Version, sehr geil. Und wie habt ihr das an der Stelle gemacht? Wie seid denn ihr da rangegangen? Ich habe das und das schon versucht, aber ich komme da nie weiter. Saugeil, saugeil. Und das fehlt mir leider heutzutage. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal so in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsserie von damals war. Oder vielleicht auch von heute, was ihr heute unfassbar gerne spielt. Ich muss dazu sagen, Beispiel zum Beispiel jetzt Skyrim. Ne? Ich bin ein absoluter Elder Scroll-Fan. Oder zum Beispiel von deutschen Entwicklern Gothic-Fan. Ne? Das waren ja auch Spieler. Es waren, ey, wer an Gothic vorbeigelaufen ist, der hat so viel verpasst. Ne? Aber heutzutage so... fehlt mir das so ein bisschen. Ne? Also man spielt zwar die Spiele, aber eher dann so... dass die Zeit rumgeht, um sich ein bisschen abzulenken von den Alltagsstress, aber man ist halt nicht mehr so mittendrin. Man spielt die so nebenbei, man macht das Spiel aus und vergisst alles. So, weil das auch nie interessant war, weil das Spiel hat eh nie mitgenommen, nicht abgeholt. So, man, ja, war halt ein guter Zeitvertreib, aber mehr auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.